Moin meine YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Random Pack Opening. Und heute haben wir sogar unter anderem einen coolen Klassiker mit am Start. Eine schöne breite Auswahl und auf jeden Fall Hologarantie mit dabei. Auch wenn wir das Glück, glaube ich, jetzt nicht mehr so ganz brauchen, nachdem es das letzte Mal doch schon ein bisschen besser lief, denke ich mal, werden wir heute auch ganz gut rauskommen. Hoffentlich. Nam 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 nam, let's go. Raging Tempest, fangen wir damit mal zunächst an mit dem Set, wo wir wahrscheinlich nichts Krasses rausziehen, nachdem schon alles da drin reprintet worden ist. Zodiac Combo, Gesundheitsrückkehr, Geistungeheuerrückkehr, Künstlerkumpel Handstandbär, Unterterror Behemoth Voltellurik als Rare und dann wird Tierra Quell der Zerstörung als Super Rare. Shinobi Vogel Machtpunkt, Lehrenfestmahl, Zodiac Hasbüchse und Shinobi Vogel Kranich. Wie gesagt, quasi schon alles wieder reprintet worden. Dann Legendary Duelists. Eine Red Eyes Karte wäre ziemlich sexy. Eine Red Eyes Holo. So. Rotäugige Fusion. Cyberfinsternis Horn. Yomi-Schiff. Amazonischer Ruf. Oh, uns erwartet eine Holo hier drin. Und wir haben amazonischer Baby-Tiger als Ultra-Rare. Ah, ist der süß. Sehr cool. Sehr nice, erster Ultra-Rare. Das geht doch schon mal sehr gut los, wie gesagt. So viel Pech können wir gar nicht mehr haben bei den ganzen unterschiedlichen Packs, die wir haben. Das kann doch gar nicht mehr schlecht laufen. So, Order of Chaos. Ulti wäre geil. Insektor-Ameise. Wasserrüstungs-Ninja, Schwallgefangennahme, Dark mit seinem Vertrauten, Umkehrbursche als Rare. Dann haben wir Erdrüstungs-Ninja, Photonenkreis, maskierter Ninja Ibiso und Insektor 100 Füßler. Heißt sie nicht eigentlich Füßer? Eigentlich ist doch kein älterer, nur das ist je nachdem, wie man Bock drauf hat. Cross Souls. Bin mir da nicht mehr sicher. So. Überfall Raptor nach Effendalanius. Superstarker Samurai Seelenbrecher Handschuh. Statue der Schmerzmuster. Soprano die musikalische Sängerin. Mondspiegelschild. Sehr gut, sehr gute Karte. Hat, glaube ich, aber mittlerweile auch schon Reprint bekommen. So wie ich es mitbekommen habe. Verdammnis und Octros. Schattenpuppe Zephra-Kern. Designer Schreckenspads und primitiver Schmetterling. Glaube ich, in der OP-Packs, oder? Als Common. Dann Movie Pack Gold Edition. Gott, das haben wir schon ist länger nicht mehr aufgemacht. Viele der Karten mittlerweile reprintet worden in den letzten Jahren. Aber auch einige nicht, wie zum Beispiel die hier, Dimensionsreflektor, durchsichtiger Kuribo, blauäugiger weißer Drache. Dieser legendäre Drache ist eine mächtige Zerstörungsmaschine. Er ist buchstäblich unbesiegbar. Nur wenige haben diese furchteinflößende Kreatur gesehen und lang genug gelebt, um davon zu berichten. blauäugiger Chaos-Max-Drache, wow. Das wäre ein guter Pull gewesen, wenn der jetzt nicht nochmal in Dual Power reprinted worden wäre und vorher auch nochmal in den Legendary Duel Lists. Und keltischer Wächter für edle Waffen. Ich glaube, ich lege ihn trotzdem mal mit raus. Das ist eine sehr gute Karte immer noch. Da kann man nicht drum herum reden. Wie sehr wünscht man sich das denn, immer wieder mal so ein Null-Defense-Monster reinzugreifen und einfach direkt das Game zu sealen? Abyss Rising. Das haben wir, davon will ich immer noch ein Display aufmachen. Auch Cosmo Blazer zum Beispiel, davon haben wir alles kein Display aufgemacht. Die waren damals schon teuer, als ich YouTube gemacht habe. Und die sind jetzt nicht günstiger geworden. Snowman Creator. Lemuria, The Forgotten City. Magic Deflector. Madoshi Croissant. Papacorn als Rare. Abyss Scale of the Kraken, Deep Sweeper, Heroic Challenger Extra Sword und Heroic Challenger Night Watchman. Leider nichts. Dann Dimension of Chaos, das letzte Set, wo es Ultis und Ghosts gibt. Ich will mich auch mit der Secret zufrieden geben, also so ist es nicht. Ja gut, reißen wir das Pack mal auf. Superstarker Samurai Trommel, dunkler Vertrag mit dem Sumpfkönig, Graulien Kobra, Superstarker Samurai Dieb, erfahrener roter Magier als Rare, Graulien Alligator, Graulien Einschlag, Magis Spenster Gewitter und DD Nekroschleim. Ein paar gute Comments mit dabei. Extreme Victory. Passend zu meinem Namen. Oh wow, das habe ich einfach so aufgebrochen gekriegt. Roter Teppich. Wutanfall des Tyrannen, Morphtronischer Tacker, Stille Psy-Hexe, Resonatorruf, gute Rare, oh, gute Karte für Resonator-Decks, aber mittlerweile auch ordentlich Rebins bekommen. Und dann haben wir als Ultra-Rare Theke helle Badenkanone. Damn, ich glaube, die habe ich schon 3-4 Mal in Ultra hier rausgezogen. Und ich glaube auch schon ein paar Mal in Ulti, aber ich hätte ihn gerne nochmal in Ulti gehabt, das wäre schön. Aber hey, zweite Ultra aus dem Set, wo man nicht Ultras garantiert hat. Das ist schön, sehr cool, Anime-Karte.
das Bossmonster der TGs quasi. Haben wir ja auch in unserem TG-Deck gespielt, mehr oder weniger erfolgreich. Rote Drachenvase, TG-Düsenfalke und Versiegelungszeremonie von Mokuton. Dann kommen wir mal zum 2017er Megatin-Pack. Hey, Barrieren, kommt doch weiter noch zu uns. Ich hab noch nicht genug von euch. Bisher haben wir noch nicht zusammensortiert. Ich glaube, es müssen bestimmt so 5-6 Barrieren sein, die wir aus den ganzen Random Pack Openings rausgezogen haben. Künstlerkumpel Gongatze, DD-Gelehrter Nikola, Digitalkäfer Skaralüfter, Dino Nebel Spinos, Wara-Drachen-Schmiede, Digitalkäfer Netzlöter, Tenma Tai als Rare, Wara König Lithosagen das Desaster, die Bante Super Rare, Wara König Barastos der Fadenzählende als Ultra Rare. Ich fand das so merkwürdig, dass er der Einzige war, der dann Super Rare geworden ist. Sie wussten schon, dass sie Band werden, deswegen haben wir gleich eine niedrigere Rarity gegeben als Ultra Rare. Und dann haben wir Geisterschnitter und Winterkirschblüten als Secret Rare. Das ist schön. Mittlerweile schon noch ein paar Mal Ultra Reprints bekommen seitdem. Aber das ist trotzdem eine sehr, sehr coole Karte und immer sehr abhängig vom Format, was es da für eine starke Extra-Deck-Monster-Karte gibt, die vielleicht ein Deck komplett halt mega spielbar macht, wenn man die ausschalten kann und damit gewinnen kann, ist das eine sehr gute Option. Würde ich trotzdem mal hier mit so guten Secrets rauslegen. Antike Antriebszauberze, Fantastische Spendel, Rangsteigungszauber, Cypher Ausstieg, Palazzurischer Marella, Künstlerkumpel Kettengiraffe und Cypher Zwillingsraptor. Dann Generation Force. Auf lodernder Flammenwirbel. Maskenwechsel, Poseidonwelle, Goblinburg, Schmerzhafte Rückkehr als Rare. Ich finde das Artwork da drauf ziemlich cool. Der Digraffer, der rückkehren möchte. Und dann haben wir Computerbug Z, Abkommen zur Namensgleichheit, Explosiver Stacheligel und Bauchweh des Tyrannen. Dann Premium Gold, Infinite Gold. Gib mir uns mehr Geld und mehr Gold. Jo, da haben wir einen Bahamut-Hai. Das sehen wir schon mal so. Drache-Konfrontation. Kagna, Grimmetatze des brennenden Abgrunds, Magischer König Mondstern und Leerenfallgrube. Fand das schön, dass sie einen Reprint damals bekamen. Immer noch der einzige Reprint seitdem, aber die Karte ist auch wirklich nicht mehr wirklich relevant geworden. Und dann kommen wir zu dem Highlight, dem Klassiker des heutigen Openings, ein Force of the Breakout Booster. Ne Rare reichen wir. Alles andere wäre schon ziemlich krass, wenn wir was Cooles rausziehen. Oh, ich krieg den nicht mit auf. Nope. Blöde alte Booster, zu festgeklebt. Ah. Geile Luft. So, Secrets of the Gallant. Volcanic Blaster. Tornado. Introduction to Gallantry. Dann haben wir Firewall. Nicht der Drache, sondern einfach die Firewall als Rare. Crystal Beast, Cobalt Eagle, Gem Flash Energy, Breakthrough ohne Skill und Magna Slash Dragon. Zum Abschluss, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal kurz den Recap nochmal die Rares an, die wir gezogen haben. Das sind die folgenden. Dann bei den garantierten Holos nichts so Besonderes, außer eine Verbandenkarte und ein Blue Eyes. Und bei den coolen Karten haben wir als Secret Rare den Geisterschnitter der Winterkirschblüten, die ja nicht so selten ist in dem Megapotent-Set. Ein blauäugiger Chaos Maxacher als coole Gold Rare. Und bei den Ultras haben wir einen TG Helle Badenkanone aus Extreme Victory und einen amazonischen Babytiger aus Legendary Duel Lists. Ja, kann man nicht meckern. Ups, kann man nicht meckern. Bisschen schade, dass wir aus dem Oldschool-Pack natürlich nichts Krasses gezogen haben, aber da ist auch die Wahrscheinlichkeit ein bisschen geringer. So, daher denke ich mal, das Opening war ganz gut gewesen. Ich hoffe, euch hat soweit dieses Opening gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das war's dann hier von mir. Bis zum nächsten Mal und tschüssi.